Klimaschutz und Solardachpflicht, darüber möchte ich jetzt auch mit Ruben Rupp von der AfD sprechen, Landtagsabgeordneter aus Schwäbisch Gmünd. Herzlich willkommen. Danke, Herr Willi. Tja, die erste große Gesetzesinitiative, die auch entsprechend abgeschlossen wurde in dieser neuen Legislaturperiode, dieses Klimaschutzgesetz, dass die Solardachpflicht kommt, die erste Stufe schon ab 1. Januar. Wie beurteilen Sie dieses Gesetz? Wir haben ja dagegen gestimmt. Grundsätzlich möchte man da sagen, dass natürlich jeder frei ist. Also wer sich das leisten kann, kann sich gerne PV aufs Dach machen. Das Problem, was wir sehen, ist natürlich die Pflicht. Denn wenn man sich überlegt, so zwischen 10.000 und 20.000 inklusive Batteriespeicher, also Stromspeicher, muss man da schon hinlegen. Und wir wissen ja alle, jemand, der ein Haus dann neu bauen möchte, der muss dann nochmal 20.000 extra drauflegen. Und das ist für viele nicht so einfach, das einfach irgendwo herzubekommen. Ja, und da auch das Eigenkapital vorzuhalten. Da reichen auch die Kredite, die von der KfW ausgegeben werden, nicht aus, meines Erachtens. Und der Kern ist natürlich, es ist kostenintensiv. Und was noch schwerwiegend aus unserer Sicht ist, ist natürlich auch die Dachsanierung. Ja, also das kann sich wirklich eigentlich keiner leisten, wenn das Dach neu saniert werden muss, dass man dann nochmal PV drauf macht. Vor allem Rentner, die jetzt schon lange im Eigenheim wohnen, die können sich sowas nicht leisten. Also wir sind da primär freiheitlich unterwegs und wir möchten eben nicht, dass es zur Pflicht wird. Das bekommt es natürlich als Pflicht nächstes Jahr. Und das sehen wir sehr kritisch, weil es sich eben keiner so leisten kann, nur bestimmte. Ein bestimmtes Klientel kann das überhaupt. Das heißt also, Bauen und Wohnen wird teurer, Ihre Kritik. Und Teilweise wird da eben dann auch ein Bereich erreicht, wo es dann schmerzhaft wird, sage ich jetzt mal. Durchaus, vor allem eben für die kleinen Einkommen halte ich das auch für nicht sinnvoll. Und natürlich ist es auch eine Frage der Energiepolitik, weil wir haben ja immer noch das Speicherproblem, was nicht gelöst ist nach wie vor. Es gibt zwar Speicher, aber die reichen ja nur ein paar Tage. Und wir wissen, dass im Winter wird mehr Strom verbraucht als im Sommer. Und im Sommer scheint eben die Sonne. Und da haben wir so ein Gefälle. Solange eben diese Energiespeicherproblematik nicht gelöst ist, sehe ich das nicht jetzt als Lösung an, dass man wirklich jetzt großflächig jetzt PV macht und dann hat man eine gute Energiewende hinbekommen. Da sind noch einige Hausaufgaben zu machen, bevor wir da so weit kommen und es wirklich dann auch energiepolitisch nachhaltig ist aus unserer Sicht. Aber es gibt ja Bereiche, private wie auch Unternehmen, die das schon seit einer Weile machen, schlicht und einfach, weil es sich auch rechnet. Das ist das, was Sie am Anfang auch gesagt haben, wer mag, soll gerne können und für wen sich's rechnet. Genau, da muss man aber anmerken, dass die Rechnung ja auch, da fließt ja auch der aktuelle Strompreis mit ein. Und der ist natürlich auch stark getrieben durch die aktuelle Politik. Also 32 Cent pro Kilowattstunde, das ist schon nicht ohne für private Haushalte, also sind wir circa gerade unterwegs. Und natürlich ist das auch wichtig für die Berechnung, wie viel kostet denn der Strom regulär? Weil wenn wir natürlich etwas günstige Strompreise haben, dann wird es schwieriger mit der Amortisation. Ja, und da kommen viele Sachen dazu. Also wenn wir diese ganze Einspeisevergütung, das ganze EEG-Gesetz ist natürlich dafür da, dass diese Energie auch primär abgenommen wird. Aber wenn man, ich sag mal, wenn man gerade jetzt die Erneuerbaren gleich behandeln würden wie andere Energieerzeuger, dann sieht es schon ein bisschen anders aus, ja, weil wir können eben, gerade Sonne scheint eben nur zu bestimmten Zeiten und da muss es dann auch abgenommen werden. Also das ist ein bisschen komplexer, als es dann oft so dargestellt und gegengerechnet wird. Und deshalb, das mit dem Rechnen hängt wirklich von den Umständen ab. Wenn wir billigere Strompreise wieder haben, auch für die Haushalte, dann ist es nicht mehr so einfach, dass ich sagen kann, es rechnet sich sehr schnell. Der Landesrechnungshof kritisiert auch, 26 Gebäude hat das Land seit 2017 gebaut, ohne Solardächer. Württembergische Landesbibliothek hier in Stuttgart gehört da mit dazu. Wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen? Gut, das passt natürlich nicht zusammen. Das ist auch klar, das wurde auch mehrfach kritisiert, auch von den Oppositionsparteien. Und da ist es natürlich auch nochmal was anderes. Wir müssen da auch aufpassen, das ist das Steuerzahlergeld. Das ist nicht einfach vom Himmel gefallen mit dem, was wir hier rumhantieren mit dem Haushalt. Aber natürlich zwinge ich da jetzt keine Privatperson, mir was aufs Dach zu machen, wenn ich ein neues Haus bauen möchte. Und wir möchten ja, dass mehr Familien wieder Häuser auch kaufen können, mehr Eigentum auch in der Bevölkerung wieder ermöglicht wird. Also das passt nicht zusammen, da ist die Regierung nicht stringent, auch in ihrer eigenen Argumentation, wobei ich das jetzt nicht als vordringlich sehe, um jetzt wirklich eine nachhaltige Energiewende zu schaffen. Das halte ich gerade im PV-Bereich und das macht jetzt nicht das ist nicht der große Deal sozusagen, könnte man sagen. Ja. Der Diskussionsbedarf also bleibt für heute. Dankeschön, Ruben Rupp, Landtagsabgeordneter der AfD aus Schwäbisch Gmünd. Vielen Dank. Sehr gerne.
Vielen Dank auch Ihnen fürs Dabeisein. Landtag BW, das Politmagazin aus dem Stuttgarter Landtag. Bis zum nächsten Mal.